Hallo, Yasas Filimo. Heute wir machen die beste Metaxa-Soße. Und ich zeige euch, wie das geht. Bleiben Sie dran. So, liebe Freunde, dann fangen wir an zu bereiten. Dann machen wir die beste Metaxa-Soße heute. Zum Ersten schneiden wir die Zwiebelchen. Eine normale Zwiebelchen, ne? Da tun wir ein bisschen Olivenöl auf der Pfanne. Oh, der goldene Öl. So, die Zwiebel haben wir schon geschnitten. Da tun wir so in der Pfanne. Das ist richtig lecker. Und dann tun wir die rote Paprika. Immer schöne Streifen. Kiriako, ich habe gehört, deine Metaxa-Soße soll die allerbeste sein. Doch, ja, da machen wir schon eine leckere Metaxa. Aber für unsere Art. So, die Kirsche, Tomate, so mal ein bisschen so, einmal so mal durchschnittet, ne? Muss man keine so klein schneiden, so einfach durch, dass die bessere Kombination haben. So, und dann passen Champignons dazu, ein paar Champignons. So, Tomate, Champignon, Zwiebel, rote Paprika. Oder machen wir so eine Metaxa-Soße heute. Machen wir so eine leckere wieder. Und jetzt über die Knoblauch, ne? Unsere geliebte Gewürze. Das ist schon, ne? Knoblauch, ne? Das ist so drücken, die Aroma rauskommt. So, tun wir einmal die Pfanne. Tun wir die Tomate mag. Ja, da ist auch so ein bisschen Erdbeersauce noch dazu. Da tun wir unsere Gewürze auch. Passt ja gut zur Metaxa-Soße. Also mal Leute hier, also lecker. Ein bisschen unsere Gewürze. Bestellen Sie uns mal Geheimnisrezepte, lecker! Und dann muss man so ein bisschen einrühren zusammen. Was für eine Soße machen wir wieder heute, Sebastian? Das sieht sehr gut aus. Leckerchen! So, hier ist ein bisschen diese Rosmarin drin. Rosmarin auch, der bringt so einen leckeren Geschmack. Auch der Rosmarin. Und jetzt löschen wir auf mit dem Metaxa, so schöne Cognac. Ah. Oh, der Geruch von Metaxa. So, da tun wir auch so bei Gemüsebrühe, ne? Auch so Bio, schöne Sachen. Auch die Gemüsebrühe. Ein bisschen ablöschen. Da muss man ein bisschen kurz lassen, das zu kochen. Jetzt tue ich ein bisschen Oregano. Und Oregano, der griechische Oregano. Ein bisschen Chiliflocken. Ein bisschen Salz. So. So. Und jetzt, liebe Freunde, muss man rausholen. Und jetzt muss man diese ganze alles muss man so ein bisschen püriert. Jetzt
jetzt muss man die ganze Tomate, alles zusammen so ein bisschen berühren, so eine cremige Soße bringen. Und dann tun wir wieder in die Pfanne. Das verfeinern wir noch. Jetzt tue ich einmal die Butter, gute Qualität Butter, deutsche Butter, ne? Da tun wir schon mal rein. So, und jetzt tun wir die Soße nochmal rein. Und jetzt tun wir die Sahne noch. Da abblühe ich mal mit der Sahne. So, liebe Freunde, so haben wir alles getan, ne? Lass mal so mal langsam so niedrige Temperatur ein bisschen kochen, dass die ganze Kombination so bindet. Und dann trinken wir so einen Schluck Frappe. Yeah. Ja, so. Und jetzt kommt die beste Mittagssoße für die ganze Deutschland. So eine leckere Mittagssoße habe ich noch nie gegessen, Leute. Besonders passt zum gegrillten Fleisch, zum überbackenen Sachen mit Käse in der Ofen. Da läuft der Mund. So Leute, die Verbindung ist okay, so muss man sein, ne? Schauen Sie mal Leute hier, ne? Da tun wir so auf den Steak drauf, ne? Das ist eine von gegrillten Sachen, mit dem Fleisch und der Gyros mit Taxi Barbacken, mit dem Käse, ne? Ja, so Leute, so lecker mit Taxi Soße, schauen Sie mal. Mann. Da genießt man gleich was Besonderes. So, ich möchte gerade jetzt unsere zwei Nackensteaks zu grillen, also zu fraten. Aber die Regen hat uns erwischen, aber was soll man machen in Deutschland? Immer Regen, oft ist, ne? Was soll man machen diese Jahre? Ich glaube, wir bekommen viele Regen. Also. Renato, was machst du da? Ja, da tue ich schon mal ein bisschen unsere Gewürze. Was soll ich machen? So, jetzt ist schon gebraten, fertig. Tu mal das Fleisch auf Teller. Oh, lecker Kotelette haben wir gemacht, Leute. Und jetzt tue ich mal die Soße drauf, ne? Der lecker, die beste Mittagssoße, die Kyriakos hat, Leute. Bitte sehr, guck mal sie mal. Ja, Gott sei Dank hat die Regen ein bisschen aufgehört, ne? Da war so ein schnelles Gewitter. Hat es mir flitznass gemacht, aber haben wir geschafft, ne? Das, und jetzt probieren wir, was haben wir gemacht, ne? Probieren wir unsere leckere Mittagssoße, ne? Oh! Das ist ein Geschmack, Leute. Da kann ich es wieder nicht beschreiben. Mit dieser Mittagssoße, mit dem Fleisch. Probier es mal. Abonniere es mal bitte. Kommentiere es uns mal. Ja, Sas. Okay, ja, das probieren wir. Das ja, probieren wir, was haben wir gemacht, was ja. Ich liebe ja Mittagssoße. Ja. Also ich habe deine tatsächlich noch nie gegessen. Das ist eine Spezialität, dann probiere es mal. Jetzt dann fahre ich mal meine Soße. Und was sagst du? Das ist so köstlich. So cremig. Aber auch so mediterran, nicht so. Ja. Das ist pikant. So pikant und ein Stückchen drin, lecker. Mhm. Sehr lecker. Und das hast du früher bei dir im Restaurant immer auch gemacht, genau ja. So? Ja. Das ist nicht so literweise Soße. Das ist selbst gemacht mit Taxa-Soße, Leute. Mhm. Das ist ganz anders. Welchen Metaxa nimmst du? Es gibt ja da verschiedene Sterne, glaube ich. Ja, das ist Metaxa, 5 Sterne. Dafür ist okay. Mhm. Aber die Hauptsache ist, dass, wie verfahrenst du die Sache? Wie machst du die Soße? Wie kannst du vorbereiten? Ja. Das spielt auch Rolle, ne? Ja. Hast du schon mal so mit Regenschirm draußen? Ja, nur in Deutschland gibt es das. Nur in Deutschland. Das ist interessant, ja. War unglaublich lecker. Oh, ich könnte den ganzen Topf trinken. Man bestimmt. Unglaublich. Da kann man so als Suppe essen. Also. Genau.
Mittagsersüppchen. Mittagsersuppe, ja. So, Leute, wir sind weg, ne? Das war's. Ja, wir essen aber wieder die ganze Platte heute auf. Ja, ich bedanke mich so sehr, Sebastian, weil da diese Gerichte, diese Soße haben wir mal vorgebracht, gemacht und so, ne? Unsere Freundin zu zeigen. Wie kann man so eine leckere Mittagssoße zu machen, ne? Und das passt auch perfekt mit deinem Gewürz hier. Das ist einfach richtig, richtig ja, geil. Ja, und der Gewürz rein, das ist super. Ideal. Ideal für die Mittagssoße. Mhm. Auch mit dem Fleisch oder so. Auch, ja, ne? Super. Mann, da hört man nicht zum Aufhören, ne? Ne. Ist so lecker. So, komm, jetzt sind wir raus. Ja. Bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss und Tag noch. Ciao. So, bitte sehr, Leute. Yassas. Ja,